Hey ho, ich wollte euch mal wissen lassen, wie so eine Zahnanfertigung bei meinzahnschmuck.de vonstatten geht. Und da werde ich euch jetzt mal so die einzelnen Schritte erläutern und mal kurz sagen, was es damit auf sich hat. Mich hat also interessiert ein Silberzahn bzw. ein silberfarbener Zahn. Und das erste, was ich gemacht habe, war die Kontakt-E-Mail-Adresse herauszusuchen. Die ist leicht aufzufinden auf der Homepage von meinzahnschmuck.de. Und dann habe ich die Betreiber der Seite kontaktiert. Diese Leute haben mir schnell davon abgeraten, einen Silberzahn zu nehmen, da Silber schnell anläuft. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie Ketten, Halsketten oder Armbänder tragt, dass sie mit der Zeit dann anlaufen und nicht mehr schön aussehen. Und genau das wäre bei einem Zahn auch der Fall. Deswegen haben sie mir zu einem Zahn geraten, der aus chirurgischem Edelstahl besteht. Ja, ich wollte natürlich auch wissen, was das Ganze in etwa kosten wird. Da es sich hier um eine Sonderanfertigung handelt, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass man nicht genau sagen kann, was das jetzt kostet. Aber in der E-Mail stand dann, dass das 134,99 Euro kosten wird. Damit war die Sache für mich klar, ich habe das okay gegeben. Der nächste Schritt war dann, dass ich zu meinem Zahnarzt ging, bat ihn darum, von mir einen Doppelmischabdruck zu nehmen. Er war natürlich nicht ganz angetan von der Sache, er sieht das alles mit einem kritischen Auge, aber er hat gesagt, er würde es gerne mal sehen. Da gibt es so Einweglöffel und ich habe dann, glaube ich, einen Zehner bezahlt. Dann hat er mir einen oberen Abdruck gemacht und einen unteren Abdruck. Diese Abdrücke habe ich dann weggeschickt an meinen Zahnschmuck. Ich wollte gerne den kleinen Schneidezahn im linken Oberkieferbereich haben. Das Team hat dann den Doppelmischabdruck ausgegossen, ich vermute mit Gips, und dann haben sie angefangen zu modellieren. Natürlich bin ich vorher jedoch in Vorkasse gegangen. Auf der Homepage ist zu entnehmen, dass die Zahntechniker circa 2 Wochen braucht. Diese Frist wurde auch eingehalten und damit war ich dann ganz zufrieden.